Das Spiel der Woche wird Ihnen präsentiert von Fanshot, Haustüren und Fenstersysteme. Und Fanshot, Tischlerei. Fanshot, perfekt aus Tradition. Herzlich willkommen zum Spiel der Woche auf der Sportanlage Große Wiese in Münster Kinderhaus. Wir trafen am 15. Oktober 2017 unter Aufsicht von Schiedsrichter Michael Austermann im Spitzenspiel der Bezirksliga 12 die Teams aus Kinderhaus und Asi aufeinander. Und Sie sehen richtig, trotz allerbesten Fußballwetter wurde diese Begegnung auf Kunstrasen ausgetragen, obwohl die Rasenspielfläche in Kinderhaus einen äußerst bespielbaren Eindruck hinterließ. Offenbar waren für diese Entscheidung taktische Überlegungen seitens des noch ungeschlagenen Gastgebers ausschlaggebend. Bisher drückte der SC Westfalia Kinderhaus der Bezirksliga absolut seinen Stempel auf und führte die Liga souverän an. Der SV Blau-Weiß Aasee spielte bislang ebenfalls eine überragende Saison und erarbeitete sich in den vergangenen Wochen Tabellenplatz 2. Nun also forderten sie den Spitzenrat heraus und warben in ihrem Online-Kanal für dieses Duell mit dem Slogan Kohle gegen Familie. Bevor wir starten, werfen wir zuerst einen Blick auf die Aufstellung der beiden Teams. Wir beginnen mit dem Gastgeber, der von Marcel Pielager trainierte Spitzenreiter trat in folgender Formation an. Im Tor Beckers, davor Schöneberg, Kreuzer, Eichler, Göbel, Tommaso, Kapitän Rensing, Jungfermann, Gogol, Lulai und Wesselmann. Den gegenüber stellte Gästetrainer Matthias Gericke den blau-weißen Verfolger in diesem Spiel wie folgt auf. Im Tor Schulz, davor Steuer, Kapitän Brüninghoff, Rot, Kammschulte, Stiens, Colazzo, Rossmann, Gruner, Sattner und Struß. Wir starten den Zusammenschnitt in Minute 3 und sehen Kinderhaus hier in Grün und Schwarz mit dem ersten Abschluss dieser Partie. Hier legt Jonas Kreuzer per Kopf auf und Luca Jungfermann verzieht hier am Ende doch deutlich über das Tor. Glück für Aasee in dieser Situation. Kurz danach ein Eckball für Kinderhaus, der ist sichere Beute für Torhüter Valentin Schulz. Doch dessen Abwurf kommt hier postwendend zurück. Es ist hier wieder Luca Jungfermann und er versucht sich hier mit einer Flanke und die senkt sich gefährlich Richtung langes Eck. Doch der Ball streicht knapp über den Querbalken. Hier in der Wiederholung sehen wir dann noch einmal, wie knapp das Ding wirklich war. Da hätte Valentin Schulz sicherlich Schwierigkeiten bekommen, wäre der Ball nur Zentimeter weiter vorne runtergefallen. In Spielminute 13 dann erneut Kinderhaus im Angriffsmodus. Der Tabellenführer spielte bis dahin geduldig und suchte permanent nach einer Lücke. Hier ein schöner Pass von Schönberg in die Spitze. Dann Jungfermann mit dem Abschluss und Tor! 1:0 für den Favoriten in Minute 13. Im dritten Anlauf markiert Luca Jungfermann hier mit Saisontreffer Nummer 3 den Führungstreffer für den SC Westfalia Kinderhaus. Und da schauen wir natürlich sogleich noch einmal auf die Wiederholung. Hervorragend natürlich die Vorarbeit von Kevin Schöneberg mit diesem geilen Pass in die Schnittstelle der Abwehr. Und der Rest ist dann für den Torschützen mehr oder weniger Formsache. Für Torhüter Valentin Schulz gab es hier am Ende nichts mehr zu halten. Und hier der Treffer nochmal aus einer anderen Perspektive. Der Ball schön in den Lauf mitgenommen und dann im Fallen im Tor versenkt. Kann man genauso machen. 1:0 also für den Spitzenreiter im Duell mit dem derzeit ersten Verfolger. Und da musste sich dieser SV Blau-Weiß Aasee nun erstmal etwas einfallen lassen gegen diese Mannschaft von Westfalia Kinderhaus. Doch weiterhin erstmal Kinderhaus. 19. Spielminute Freistoß hier durch Dominik Tommaso knapp rechts am Tor vorbei. Und dann nochmal die Gäste, 22. Minute per Freistoß, hier durch die Nummer 13, Daniel Rösmann, auch dessen Schuss, aber knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei.
Wir springen in Spielminute 30 und sehen hier Jonas Kreuzer mit einer schönen Ballerung auf dem linken Flügel. Er legt zurück für Christoph Göbel und der flankt den einfach mal in die Mitte. Und da ist Luca Jungfermann wieder zur Stelle. Legt den Ball nochmal raus und dann kommt wieder Kreuz an den Ball, versucht hier aus spitzem Winkel den Abschluss. Aber da war der Winkel doch dann etwas zu spitz am Ende. Wir springen in die Schlussphase der ersten Halbzeit und sehen, dass sich die Gäste vom Asee noch einmal am gegnerischen Strafraum festsetzen. Kinderhaus gelang es in dieser Phase nicht, den Ball entscheidend zu klären, und so kam es im Strafraum zu einem Zweikampf zwischen Asees Julian Sattner und Kinderhaus-Kapitän Nick Rensing. Beide gehen zu Boden und Schiedsrichter Michael Austermann entschied ohne Umschweife auf Strafstoß für die Gäste. Auf Seiten von Westfalia Kinderhaus gab es hier einige Diskussionen, aber die Entscheidung stand fest. Und in der Wiederholung sehen wir hier nochmal die unglückliche Entstehung dieses Elfmeters. Nick Rensing sieht seine Gegenspieler nicht, will den Ball klären, doch dann kommt es zu einem Kontakt mit Julian Sattner. Der nimmt den Kontakt natürlich an, geht zu Boden und dementsprechend geht in meinen Augen diese Entscheidung von Schiedsrichter Michael Austermann, wie wir hier nochmal aus anderer Perspektive sehen, in Ordnung. Und der Strafstoß, natürlich eine Angelegenheit für Asees Kapitän Jens Brüninghoff. Er läuft an, flach unter links, sicher verwandelt. 1:1 im Spitzenspiel zwischen Kinderhaus und Blau-Weiß Asee durch den zweiten Saisontreffer von Jens Brüninghoff. Viel hatten die Gäste bislang hier nicht zeigen können, doch sie waren zur Stelle, als es die Gelegenheit zum Ausgleich gab, und sie nutzten sie eiskalt aus. Und hier nochmal der Strafstoß von Jens Brüninghoff, flach unten rechts aus Sicht von Torhüter Ismael Beckers. Da gab es wahrlich nichts zu halten. Und hier nochmal aus einer zweiten Perspektive, sicher verwandelt von Jens Brüninghoff. Und jetzt war natürlich die Frage, wie würde sich dieser Ausgleich so kurz vor der Halbzeit auf den weiteren Spielverlauf auswirken? Würde Kinderhaus jetzt eventuell nochmal nervös werden? Würde Blau-Weiß Asee hier vielleicht nochmal richtig Aufwind bekommen? Der zweite Durchgang wird es zeigen. Und hier die Antwort. Kinderhaus wieder mit Angriffsbemühungen. Einwurf Schönberg. Dann Wesselmann mit der Spielverlagerung auf Rensing. Der flankt den Ball auf den rechten Flügel zu Eichler. Der schaut kurz in die Mitte, sieht, dass dort Lischke eingelaufen ist, bedient diesen. Der legt nochmal ab für Kreuzer und da ist die Antwort. 2:1 für Westfalia Kinderhaus. 9 Minuten nach dem Ausgleich durch Jonas Kreuzer mit seinem zweiten Saisontreffer. Ja, das war mal eine Antwort vom Tabellenführer hier im Spitzenspiel gegen Blau-Weiß Asee. Über 6 Stationen gelangt der Ball schließlich zu Jonas Kreuzer, der hier eiskalt und unhaltbar für Dolter Valentin Schulz den Ball im rechten unteren Eck unterbringt. Und hier sehen wir, dass der Ball auf Jonas Kreuzer hier von Jens Brüninghoff gespielt wird. Der wird hier zum tragischen Helden. Vor 9 Minuten verwandelt er hier noch den Strafstoß zum 1:1 und dann legt er den Ball hier ungewollt, muss man sagen, ungewollt auf Jonas Kreuzer auf und der hat hier keine großen Schwierigkeiten, den 2:1 Führungstreffer für seine Farben zu markieren. Jetzt waren die Blau-Weißen vom Asee abermals gefordert, diesen erneuten Rückstand wieder zu egalisieren. Aber erstmal passierte hier lange Zeit gar nichts. Deswegen springen wir hier in Spielminute 72 und da sehen wir dann einen Kopfballversuch von Thomas Eichler hier am langen Pfosten und erstmals eine Abwehraktion von Torhüter Valentin Schulz. 1 Minute später, dann auf der anderen Seite Einwurf für Blau-Weiß Asee und dann bekam Kinderhaus den Ball erneut nicht souverän geklärt. Und dann kommt Jan-Lukas Schmidt hier mal mit einem Torschussversuch und prüft Torhüter Ismael Beckers, der hier sicher super. Weiterhin also 2:1 für Kinderhaus. Und hier sehen wir den Schuss nochmal in der Wiederholung und der Ball wirklich eine leichte Aufgabe für Ismael Beckers, der es hier etwas spektakulärer aussehen lässt, als der Schuss letztendlich wirklich war.
75. Dann wieder Standardsituation auf der anderen Seite. Hier steht Christoph Göbel bereit, will den Ball hereinbringen. Nein, denkst du, der zieht das Ding direkt aufs Tor und der Ball als Aufsetzer. Gefährlich für Valentin Schulz. Und er hat hier seine liebe Mühe, den Ball noch rechtzeitig abzuwehren. Wie wir hier in der Wiederholung nochmal sehen, der Ball springt vor ihm auf und als Aufsetzer, immer gefährlich für den Torhüter, kann er den Ball dann noch gerade eben nach rechts zur Ecke klären. Und wir werfen auch nochmal einen Blick auf den nachfolgenden Eckball. Hier kommt es zu einem Duell zwischen Johannes Wesselmann und Julian Stiens. Wesselmann geht zu Boden, fordert Elfmeter. Doch Schiedsrichter Michael Austermann ließ weiterspielen. Und hier sehen wir in der Wiederholung, dass es auch wirklich kein wirklicher Strafstoß war. Da macht Johannes Wesselmann natürlich mehr aus der Situation, als eigentlich vorlag. In Minute 78 kam es dann im Mittelfeld zu einer Massenkarambolage zwischen mehreren Spielern. Leidtragender war am Ende Kinder aus Nummer 23, Vincent Gogol, der sich hier doch etwas schwerer verletzte und fortan die Partie nicht weiter fortsetzen konnte. Das Problem war, dass Marcel Pilag auf Seiten von Kinder aus schon dreimal gewechselt hatte und so musste die Heimmannschaft die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten. Und das gab Blau-Weiß Aasee hier natürlich nochmal Auftrieb für die Schlussphase. In der 81. Minute hier Christian Hülsmeier mit einem Abschluss. Doch der Ball leichte Beute für Kinderhaus Torhüter Ismael Beckers. Wenig später in Spielminute 83, dann plötzlich für Kinderhaus hier nochmal die Möglichkeit in Unterzahl das Spiel klar zu machen. Mike Lischka ist hier auf einmal durch, läuft über den linken Flügel und schließt dann ab. Aber er verfehlt am Ende das lange Eck um Haaresbreite. Das Ding war richtig knapp, wie wir gleich in der Wiederholung sehen können. Mike Lischka visiert hier das lange rechte obere Eck an und dann schlänzt er den Ball hier wirklich Zentimeter am Außenpfosten vorbei. Weiterhin also nur, muss man sagen, 2:1 für Kinderhaus. Und durch eine Kopfvorrückgabe von Wesselmann hier auf Torhüter Beckers brachte sich Kinderhaus in Minute 86 selbst nochmal in Schwierigkeiten. Doch Ismael Beckers im Tor hatte hier aufgepasst. Und Aasee machte weiter Druck, versuchte hier noch irgendwie zum Ausgleich zu kommen, operierte jetzt viel mit langen Bällen. Dann nochmal hier Christian Hülsmeier mit einem Schussversuch aus Spitzenwinkel. Aber auch hier wieder Ismael Beckers zur Stelle, der den Ball zunächst abprallen ließ und dann hier in Ruhe aufnahm. Dann in einer kribbeligen Schlussphase wieder Kinderhaus im Angriff und plötzlich hier in Überzahl mit 3:2. Und anstatt es sauber auszuspielen, spritzt hier Bates nochmal dazwischen und macht auch diese Möglichkeit zum vorzeitigen 3:1 zunichte. Und so hatte Aasee noch die eine große Möglichkeit auf den Ausgleich. Julian Kamm-Schulte hier mit dem Schuss und dann knallt das Spielgerät von der Oberkante der Latte ins Tor aus. Das hätte er sein können. Der Ausgleich hier kurz vor Schluss. Der Schuss von Julian Kamm-Schulte. Ein Strich. Und dann verhindert nur die Latte hier den Einschlag. Ismael Beckers wäre ohne Chance gewesen. Dann nochmal Freistoß zur Entlastung für Kinderhaus. Der lange Ball. Und dann war hier Schluss. Westfalia Kinderhaus siegt also im Spitzenspiel daheim auf Kunstrasen gegen Blau-Weiß Aasee mit 2:1 durch die Tore von Luca Jungfermann und Jonas Kreuzer bei einem Gegentor von Jens Gröninghoff. Lassen wir uns einen Blick auf die Statistik werfen und da sehen wir, dass der knappe 2:1 Erfolg für Kinderhaus auch von den Werten her in Ordnung ging. Torschancen 10:6, Torschüsse 14:8, Schüsse aufs Tor 6:5, Eckballverhältnis 3:1. Die Nettospielzeit betrug hier und heute 77 Spielminuten. Und hier nun die Ergebnisse aus der Bezirksliga vom 10. Spieltag. Haunhaus Altenrheine 1:0, Amisia Giebenbeck 2:4:1, Emstetten 05 gegen Nordkirchen 2:2:2, Kinderhaus wie gesehen gegen Aasee 2:1, Wilmsberg Reben 4:2, Wolberg gegen Ettenbüren nach Spielvereinigung 0:4, Wettring gegen Teutow Riesenberg 2:0 und Arminia Ettenbüren unterliegt den TuS Recke 3:4. In der Tabelle konnte Kinderhaus seine Tabellenführung zementieren. 4 Punkte Vorsprung auf den 9. Tabellenzweiten Wilmsberg und dabei noch ein Spiel weniger. Für Blau-Weiß Aasee geht's ein Platz runter auf Platz 3. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, Ihr euer Timo Ermeling. Das Spiel der Woche wurde Ihnen präsentiert von Fanshot, Haustüren und Fenstersysteme. Und Fanshot, Tischlerei. Fanshot, perfekt aus Tradition.